Guten Abend. Ich nehme hier ein Video auf, mit dem Ziel, euch Python etwas näher zu bringen, die Programmiersprache. Und Python ist jetzt eine Sprache, die vielleicht nicht als erste Sprache gelernt worden ist. Also davon gehe ich aus, weil meine Zielgruppe, das sind jetzt Studierende bei uns an der Fakultät Elektrotechnik, Medieninformatik an der UTH Amberg-Weiden. Und speziell in dem Fach Informationsvisualisierung. Das läuft bei uns im zweiten Semester. Und die Studierenden bei uns im zweiten Semester, die hatten bisher C als Programmiersprache. Und das ist ja eigentlich eine andere Art von Sprache, weil C ist eine Compilersprache, die eben kompiliert wird und die ist stark und statisch typisiert, was jetzt bei Python eben nicht der Fall ist. Und das Ziel hier soll auch nicht sein, jetzt einen kompletten, umfassenden Einblick jetzt zu bekommen in Python, sondern einfach mal einen guten Überblick, einen soliden Überblick, einen praxisnahen Überblick. Und man soll auch ein paar Sachen kennenlernen, um jetzt mit Python zum Beispiel Daten auszuwerten und auch zu visualisieren. Und darum geht es in dem Video. Ich werde natürlich ziemlich viel bringen, aber jetzt an inhaltlichen Themen. Aber man kann ja Gott sei Dank bei so einem Video sich das immer wieder anschauen oder irgendwie an gewisse Stellen springen. Ja, und deswegen fange ich jetzt gleich mal an und möchte jetzt gleich mal hier da mal umswitchen und zeige jetzt hier mal das klassische Hallo Welt-Programm, wenn man jetzt in Python programmiert. Dann würde ich jetzt mal auch mit so einem Print-Kommando anfangen. Also Print gibt was auf der Konsole aus. Hallo Welt, was man halt so schön macht. Ja. Ich speichere das und kann das jetzt hier auf der Konsole ausführen mit dem Kommando Python hello.py. Also die Datei selber, die heißt eben hello.py. Und der Python-Interpreter, den ruft man dann mit Python auf und übergibt ihm das Programm. Und wenn ich das Ganze ausführe, kommt da eben die Meldung Hallo Welt. Ich kann natürlich dann irgendwie zum Beispiel noch eine Schleife davor hängen, dass ich sage, ich rückt es ein, dann ist es quasi in einem Block, da kann ich jetzt gleich noch was dazu erzählen. Oder ja, und davor hänge ich eben jetzt eine Schleife vor i in Range 10. So. Genau, dann speichere ich das nochmal, führe das Ganze nochmal aus. Und dann sieht man, dass hier 10 Mal Hallo Welt ausgegeben wird, weil dieses Range eben eine, ja, ein Array quasi aufmacht mit 10 Einträgen und das i wird jeweils zu dem einzelnen Eintrag in dem Array. Ich kann mir das auch ausgeben lassen, das i. Kann das zum Beispiel damit ranhängen in dieses Print-Kommando. Kann es da nochmal ausführen. Und dann sieht man, von 0 bis 9 wird eben das i dann. Und das sind natürlich dann 10 Einträge in dem Array. Genau. Ja, wie kann ich jetzt das starten? Also hier habe ich schon gesehen, über die Konsole kann ich das starten, indem ich jetzt, ich befinde mich ja hier quasi auf einer Shell und die gibt es ja unter Windows und Linux und anderen Systemen wie Mac, was ich hier habe. Ich kann jetzt eben mit dem Editor irgendwas, ein Programm erstellen und mit Python das starten. Ich kann auch einen interaktiven Modus starten, indem ich hier einfach das Python-Kommando eingebe und dann bin ich quasi in so einem interaktiven Modus. Und da kann ich jetzt natürlich auch irgendwie was machen. Ich kann jetzt zum Beispiel direkt mal Ausdrücke eingeben und kann dann quasi einen Taschenrechner eben haben, indem ich einfach die Ausdrücke ausführen lasse und evaluieren lasse. Ich kann natürlich hier auch die Kommandos eingeben, die dann auch ausgeführt werden. Ich kann auch hier eine Schleife machen. Genau, dann kann ich hier einrücken, bin dann in der Schleife und kann dann eben mir das ausgeben lassen. Und dann habe ich so eine interaktive Python-Konsole, was auch eigentlich ziemlich interessant ist, was sich natürlich schon ziemlich unterscheidet von dem, was ich jetzt eigentlich kenne. Wenn ich jetzt C programmiere, weil da muss ich ja das Ganze erstmal übersetzen und dann starten,
Da brauche ich natürlich keinen Interpreter dazu. Gut, ja, wo bekomme ich jetzt das insgesamt her? Also es gibt ja eine Webseite, da kann man das dann runterladen auch, ne? Also man kann hier bei Python.org kann ich das Ganze runterladen für die ganzen Plattformen. Python 8 ist die aktuelle Version jetzt. Das ist wohl jetzt sehr neu. All Releases, da kann ich jetzt mal gucken. 10. März 2020, 377. Da kann ich das runterladen. Da bekomme ich dann wahrscheinlich für verschiedene Rechner das Ganze angeboten. Für Windows, für Mac und für andere hoffentlich auch noch. Also ich kann das normalerweise auch für Linux installieren. Und ja gut, Python selber, also wie gesagt, eigentlich die aktuelle Version 3.7 oder jetzt 3.8. Python selber gibt es seit 1991 und es wurde von Guido von Rossum eben entwickelt. Und das ist eben eine dynamische Skriptsprache. Die ist, wie gesagt, auf vielen Rechnern schon vorinstalliert. Da muss man aufpassen, es hat nämlich auch immer bisher so zwei Varianten von Python gegeben, nämlich Python 2 und 3, die parallel entwickelt worden sind. Also das heißt, da gab es noch einen Strang 2. Irgendwas, der quasi auch parallel entwickelt worden ist, weil nämlich viele Bibliotheken, die waren nicht kompatibel von Python 2 und 3, und Python 3 und 2 waren insgesamt auch nicht abwärtskompatibel, also 3 auf 2. Und deswegen gab es diese zwei Ausführungsstränge, aber das ist jetzt eigentlich schon relativ Geschichte. Das kann nur sein, dass das irgendwie mal auf dem alten System noch mit Python 2 irgendwas läuft und programmiert worden ist und das dann nicht unbedingt in Python 3 läuft. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da gibt es eben, wie gesagt, Probleme mit der Abwärtskompatibilität. Ja, ansonsten, was schauen wir uns noch an? Das ist hier Python, eben diese Sprache, die eben auch jetzt zu keiner Firma gehört. Das muss man auch mal sagen, dass das jetzt nicht so ist, dass jetzt wie meinetwegen Java, dass das irgendwie zu Oracle gehört oder so. Das ist also eine sehr freie Sprache, und ja, unterscheidet sich eben deswegen auch schon mal. Also ist jetzt nicht Microsoft wie jetzt C Sharp oder sowas oder .NET, sondern eben komplett frei, und als solches natürlich hat es gewisse Vorteile. Es gibt noch eine andere Art, Python auszuführen, eine andere Umgebung, kann man sagen. Also eigentlich ist es keine andere Umgebung. Aber ich kann es schon mal sagen, das nennt sich eben Anaconda. Das ist eben so eine Art Sammlung an verschiedenen Python-Tools und auch so ein Repository. Also es gibt natürlich mit Pip gibt es ja auch so einen im Prinzip Paketmanager in Python, aber Anaconda hat quasi nochmal einen eigenen Paketmanager. Der Vorteil an dem Anaconda ist, dass das alles miteinander gut kompatibel ist. Also wenn man alles per Hand installiert, kann es sein, dass man sich dann irgendwie irgendwelche Abhängigkeiten aufhalst, die irgendwie nicht sich auflösen lassen. Und das, was eigentlich immer läuft, und das ist aus Erfahrung auch so, am besten, wenn man wirklich ernsthaft mit Python anfangen will, sollte man sich diese Anaconda-Umgebung erstmal installieren und dann mit der arbeiten. Das Tolle daran ist auch bei der Anaconda-Umgebung, dass es da eben diese JupyterBiter-Umgebung noch gibt und noch andere Bibliotheken. Und JupyterBiter, das haben wir hier gerade schon gesehen, das selber ist auch JupyterBiter, was ich hier offen habe. Das ist im Prinzip so eine browserbasierte Editor-Umgebung. Da werde ich noch gleich mehr erzählen. Also das, was man hier sieht, da ist quasi alles hier in diesen JupyterBiter Notebooks gespeichert. Ja. Ich möchte noch was erzählen über NumPy. Also NumPy ist eine Mathematikbibliothek. Da kann man sowas wie lineare Algebra machen. Und eins der wirklich interessantesten Stücke Software vielleicht, die es da gibt, ist Pandas. Das kommt von Panel Data. Das ist einfach eine Bibliothek für Datenanalyse und Datenverarbeitung.
sowas, was man eben Data Engineering nennt im Prinzip. Man kann auch damit visualisieren. Da gibt es aber noch spezielle weitere Bibliotheken, die da ja auch dann integriert sind. Zum Beispiel dieses Matplotlib Pyplot. Das ist eine Plot-Bibliothek, mit der man einfach Daten plotten kann im weitesten Sinne, also oder eben auch visualisieren kann. Dann gibt es noch weitere Bibliotheken zum Visualisieren, zum Beispiel Seaborn, sehr beliebt. Und Seaborn ist dazu da, dass man Statistikdaten vor allem visualisiert. Also das ist, eignet sich sehr gut für statistische Daten. Und das, ja, ich möchte alles eigentlich ein bisschen durchgehen und sogar dann auch ein relativ interessantes Anwendungsbeispiel noch zeigen, was sehr, sagen wir mal, auch im Internet schon sehr häufig bearbeitet wird. Zeige ich gleich dann. Die Hallo Welt Geschichte, die kann man natürlich auch in dem Jupyter Notebook ausführen. Also um das mal hier zu kurz mal zu erklären, also das Jupyter Notebook, das startet man dann, wenn man das Anaconda installiert hat, wenn man den Mac hat auch und mit dem Python-Kommando, ne? Das heißt, da gibt man irgendwo hier Jupyter Notebook ein und was sich dann tut, dann öffnet sich ein Browserfenster, nämlich der Standardbrowser, den man eingestellt hat und man kommt auf so eine, diese Umgebung, ne? So eine, man sieht quasi in dem aktuellen Verzeichnis, in dem man dieses Kommando eingegeben hat, Jupyter Notebook, da sieht man dann die Files, die da drin liegen, im Browser sozusagen. Das ist quasi so eine Spiegelung des Dateisystems in dem Browser. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, kann ich einfach mal machen, eine neue Datei anlegen. Ich kann jetzt hier neue Python-Umgebung machen und bin dann auf so einer neuen Maske sozusagen, ne? Und da steht jetzt in und da kann ich jetzt irgendwas eingeben, ne? Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch das, was ich in dem interaktiven Modus machen kann, 3 plus 3 angeben und dann mit Shift Enter kann ich das ausführen, ne? Da kommt Out 1, das heißt, das ist das erste, was ich ausgeführt habe. Ich kann natürlich dann auch andere Python-Kommandos eingeben, ne? Das hat man ja auch schon. Und dann wird es eben auch ausgeführt. Also, und man, das Schöne dran ist, dass das nicht wie im interaktiven Modus, dass ich das Ganze nochmal neu eingeben muss. Ich kann da auch immer wieder zurückgehen und kann es dann eben nochmal ausführen. Ne? Und dann ändert sich das natürlich. Also das ist das Schöne dran. Das andere Schöne ist auch, ich kann hier zum Beispiel noch die Zellen tauschen. Ich kann jetzt nicht nur Python-Kommandos eingeben, hier wie da und dort, das ist ja quasi beides Python, sondern ich kann hier umschalten und kann zwischen Python und zum Beispiel Markdown umschalten und dann kann ich bei Markdown zum Beispiel sagen, kann da mit einer speziellen Syntax eben grafisch formatierten Text, also Rich Text eingeben. Ich kann jetzt da die Überschrift erste Ordnung mit eine Raute erzeugen und könnte jetzt hier sagen Schleife so. Und dann könnte ich zum Beispiel mit Sternchen Bullet Points machen vor Schleife und dann könnte ich sagen gibt Hallo Welt aus und dann wird es im Prinzip so dargestellt, Entschuldigung, nicht Sternchen, sondern Minus. Auch nicht. Na ja, gut. Ist egal. Also das ist auf jeden Fall, dachte ich jetzt, da muss man mal die Syntax nachlesen. Man kann hier auf jeden Fall Rich Text eingeben und dann das Ganze eben gleich formatieren lassen, indem man dann auch wieder Shift Enter drückt. Jetzt stimmt's. So. Genau. Und kann das natürlich speichern und hat es dann auch wieder hier zur Verfügung und der Untitle kann das natürlich umbenennen, indem ich das halt dann hier bei, Moment,
da gleich eben File rename, Entschuldigung hier, dann kann ich es umbenennen und sage jetzt Hallo Welt. So, okay, rename. Und dann bin ich da wieder und dann ist es hier eben auf Hallo Welt umbenannt. Genau, das ist im Prinzip diese JupyterUmgebung. Da kann ich quasi solche Notebooks erstellen, wie das eben heißt. Da kann man eben so eine Art Dokumentation gleich machen. Ich kann dann sogar das Ganze eben Download as und kann verschiedene Dinge noch machen. Kann das zum Beispiel als PDF runterladen oder eben als HTML oder sogar als Python natürlich. Kann das auch als LaTeX-Dokument runterladen, um das dann weiter zu verarbeiten. Also das heißt, ich kann Code und Dokumentation in einem schreiben. Das ist natürlich ganz interessant hier. Und ja, also das wäre jetzt so diese Jupyter Notebook-Umgebung. Ja, ich kann auch immer, was ich hier machen kann, Help eingeben und dann komme ich eben auf Dokumentationen und kann auch immer Help in Klammern dann noch zu irgendeinem Thema mir irgendwie Hilfe anzeigen lassen. Ich muss natürlich jetzt hier das Pandas importieren. Das ist jetzt hier so ein Import-Kommando, wo ich eine Bibliothek einbinde. Standardmäßig bindet man das Pandas eben ein mit Import Pandas SPD. Dann habe ich also SPD. Dann habe ich das in dem PD verfügbar. Den Namensrahmen habt ihr alle Klassen und Objekte zur Verfügung. Und kann man natürlich dann da auch Hilfe angeben lassen, indem ich jetzt einfach die Sachen da in Help übergebe. Und dann kommt da eigentlich relativ schön eigentlich die ganze Dokumentation zu dem ganzen Ding. Was natürlich schon ganz interessant ist. Auch auf der Python-Webseite gibt es natürlich auch genug Dokumentation. Das lohnt sich dann auch, sich das mal anzuschauen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Python auszuführen. Also es gibt auch einen Editor oder mehrere Editoren, die das machen. Es gibt zum Beispiel auch mit aktuellen Editoren wie Visual Studio Code kann man natürlich auch mit Python programmieren. Man kann auch sogar Jupyter Notebooks einbinden, die ja diese YNB-Endung haben. Die kann man natürlich auch in anderen Editoren eben verwenden, wie zum Beispiel eben Visual Studio Code. Da gibt es ein spezielles Plugin dann für das Ganze. Aber es reicht eigentlich ja ganz gut. Also diese Editoren da, dieser Editor da im Browser, der ist eigentlich ganz günstig und schön. Ja. Okay, jetzt gehen wir mal zum Thema Python an sich und jetzt mal zur Syntax von Python. Also fangen wir mal vorne an. Also ich habe hier, man sieht es glaube ich ganz gut, ich schaue mal, ob ich es größer machen soll, könnte ich auch. Ja. Man sieht hier das Print-Kommando. Da gibt es eine ähnliche String-Formatierung wie bei C. Also ich hole jetzt hier mal unsere C-Programmiererinnen ab und Programmierer. Ich habe hier den String und ich kann jetzt hier einfach sagen, wo zum Beispiel verschiedene Variablen in dem String vorkommen. Und das ist eigentlich genau diese Syntax, die es auch bei C gibt. Ich kann hier mit %s eben da einen String reinmachen und mit %d eine Integerzahl und kann dann die hinten angeben, die Werte. Ne? Und das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen anders als in C. Da ist es so, dass ich print, Klammer auf, eben den String mit den einzelnen Formatierungssymbolen und dann gebe ich ein Prozent an, den Operator, der dann danach folgt dann im Prinzip nochmal als Liste eben sind die beiden Werte, also jetzt der String und die Zahl. Und dann wird es eben dann ausgegeben. So wie man es auch kennt in C, also nur eben mit leicht abweichender Syntax, aber diese Formatierung in den String, das ist das
genau das gleiche. Ja, das nächste, was man hier sieht, es gibt Variablen. Also ich kann hier meinetwegen Variablen eben gleich mal definieren, das heißt A, B, C, und kann denen verschiedene Werte geben, wie zum Beispiel True. Das ist ein boolescher Wert, also die variablen Werte, die haben natürlich sehr wohl Typen. Also es gibt hier True, False als Boolean, dann gibt es eben Zahlen. Da gibt es auch verschiedene Zahlentypen intern, also dann Integer 64 oder es gibt Float. Und Strings und hier natürlich auch wieder einen booleschen Ausdruck, indem ich was vergleiche, das B mit dem Wert 42 und das ist natürlich dann True. Bei diesen TrueByteNotebooks wird dann immer genau das letzte gleich ausgegeben. Es ist natürlich dynamisch typisiert, das heißt, ich kann natürlich Variablen auch, die vorher eine Zahl beinhaltet haben, denen kann ich natürlich auch irgendwie andere Werte plötzlich zuweisen. Das ist natürlich schon relativ kompliziert dann. Ja, was heißt kompliziert? Das ist halt natürlich fehleranfällig. Ne? Genau, das ist eigentlich so, wie man das trotzdem ganz gut nachvollziehen kann. Variablen eben mit Werten versehen. Es gibt Kontrollstrukturen, so das if. Ich muss nicht wie in C da noch runde Klammern um den booleschen Ausdruck machen. Also ich sage einfach if b gleich gleich 32 bedeutet eben, ich vergleiche b mit 32 und wenn das true ist, dann, und das ist jetzt eine weitere Sache von Python, dann mache ich hier einen Doppelpunkt. Also da führe ich dann quasi das, was der Block ist, was in anderen Programmiersprachen vielleicht in geschweiften Klammern steht oder auch eben die nächste Zeile ist. Das ist bei Python immer folgendes, da gibt es einen Doppelpunkt und dann nach dem Doppelpunkt kommt eine Einrückung. Und die Einrückung bedeutet, dass das Ganze in einem Block ist. Also ich kann ja nochmal zu meinem Hallo Welt Beispiel gehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel sagen möchte, ich gebe mir jetzt hier mal immer das i aus und ich möchte aber nicht die 2. Ich möchte 0, 1, 3, 4. Dann kann ich hier nochmal ein if machen. Also das heißt, im Block befindet sich jetzt das Print, aber ich kann natürlich hier nochmal ein if machen. Ich kann sagen if i gleich gleich oder ungleich 2, ungleich 2. Dann soll er mir das ausgeben und da muss ich aber das Ganze nochmal in einen Block und zwar in den if Block packen und dann lässt er natürlich das 2 weg. Ja? Das heißt, in der Schleife befindet sich das if und in dem if-Block das print. Also ich kann da auch mehrere Sachen dazu tun. Ich kann zum Beispiel hier sagen immer print loop, ja, dass das immer, also das wird macht er immer. Er sagt immer loop, aber bei dem 2, wenn es nicht 2 ist, gibt er noch Hallo Welt aus. Ja? Ich kann natürlich da auch noch andere Sachen dazu machen, also in den if, in diesen if-Block noch andere Sachen und kann natürlich dann auch ein else dazu machen. Das muss ich dann quasi in die gleiche Ebene machen wie dieses wie dieses if hier, ne? Wenn ich das in dem for haben will. Da könnt ihr jetzt sagen, okay, da gibt jetzt 2 aus. Ja, also das heißt, das Ganze ist sehr stark abhängig von den Formatierungen auch. Man kann nicht einfach alles zum Beispiel in eine Zeile schreiben. Also es gibt vielleicht Möglichkeiten, aber es ist eigentlich so, die Idee dahinter ist, dass man Python-Code eigentlich immer auch super lesen kann, weil der immer, immer formatiert sein muss, weil die Formatierung ist quasi Teil der Syntax auch. Das ist das, was man hier sehen kann. Genau, es gibt if, es gibt else, es gibt dann noch das elif. Das ist im Prinzip das else if. Ja. Und das sind eben die drei Sachen, die man jetzt hat für Bedingungen im Prinzip, also if, elif, else. Und immer mit dem Doppelpunkt hier.
am Ende. Ja. Dann eine Stärke von Python sind auf jeden Fall diese ganzen Collection-Datentypen, die es da gibt, zum Beispiel Arrays. Das ist relativ einfach. Ein Array definiert man einfach, indem man hier eckige Klammern setzt und dann die Werte mit Komma aneinander hintereinander hängt. Zum Beispiel hier Squares, das ist eben ein Array mit 1, 4, 9, 16. Und dann kann ich das auch durchlaufen. For i in Squares, dann nimmt er das i, nimmt dann jeden möglichen Wert, also jeden Wert in diesem Array Squares an und gibt es aus. So. Könnt ihr noch 25 dazu tun. Ja. So ist es. Also das ist der Array-Typ. Oder ja, es ist natürlich, also das heißt, es gibt auch Indizes. Ich könnte natürlich auch hier mir das Ganze mal den dritten Eintrag ausgeben lassen oder nur Squares. Ich kann jetzt hier Square. Ich kann auch, normalerweise habe ich hier Autovervollständigung, wenn ich Tab drücke, dann habe ich ja auch gleich eben eine Codevervollständigung. Das ist auch ganz schön. Und ich könnte mir jetzt so mal die Nummer 2, also das ist auch wieder mit 0 durchnummeriert, also von 0 an, also der 0. Eintrag ist diese 1, erste ist 4, zweite ist 9, müsste jetzt hier auch 9 dann noch bringen, macht er auch. Ne? Das heißt, über den Index kann ich natürlich über die auf die einzelnen Dinge zugreifen. Ich kann mir auch die Länge von dem Array noch geben lassen. Das sind mit Len, also das sind einfach Sachen, die grundlegend sind. Eigentlich die ja immer so auch die ersten Fragen sind wahrscheinlich. Ne? Genau. Also ich habe im Prinzip eine sehr mächtige Array-Funktion, die ist im Prinzip dynamisch auch. Ne? Ich kann da auch Sachen anhängen an das Array und kann auch Sachen raustun. Ich kann auch, das ist vielleicht jetzt eine interessante Sache, Arrays konstruieren mit sogenannten List Comprehensions. Genau, das sieht man übrigens auch, das ist noch nebenbei erwähnt. Mit Raute mache ich Kommentare, einseitige Kommentare. Es gibt nur einseitige Kommentare. Und hier in diesen eckigen Klammern, von hier bis hier, beschreibe ich im Prinzip den Inhalt des Arrays mit einer speziellen Syntax. Und zwar am Anfang kommt immer, wie der Eintrag auszusehen hat, nämlich i mal i. Und dann für jedes i in dem Range 1 bis 10. Das bedeutet, also Squares gleich eckige Klammern i mal i vor i in Range 1, 10, bedeutet, mach mir doch ein Array mit diesen 10 Einträgen oder 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es nur, weil von 1 bis 10, da fehlt nämlich 1. Ne? Ich kann dann mal nur das i machen, dann sieht man auch mal, was da passiert. Also Range 1,10 macht eben Einträge von 1 bis 9, weil das ist nämlich immer dieses Ranges ausschließend. Ne? Das ist im Prinzip der ausschließende Wert, der letzte Wert, der nicht mehr kommt. Ne? Und hier mache ich im Prinzip bei Array jetzt mit 9 Einträgen von 1 bis 9, i vor i in Range 1, 10. Und wenn ich i mal i mache, dann macht er natürlich hier immer das Quadrat in das Array. Und so kann ich quasi auch Listen generieren und kann das direkt in die eckigen Klammern, die das Array eben beschreiben, mit reinbauen. Und das ist so eine spezielle Syntax. Man sieht auch, das sieht man auch in den anderen
Beispielen dann oft mal, dass diese ganzen Python-Konstrukte relativ kompakt sind, und dass man mit 2, 3 Zeilen Code relativ viel machen kann. Also das ist interessant, dass jetzt gerade jetzt in diesem Python-Daten Auswertungs- und Data Science-Umfeld, dass diese, sagen wir mal, dass man relativ wenig Code hat, aber relativ komplexe Sachen auch oft. Ja, mit dem Index-Operator, wo ich dann auf die Sachen zugreife, der ist ähnlich komplex, was man da machen kann. Man könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, ich hätte gerne die ersten 5 Einträge. Und da mache ich Folgendes: Ich kann nämlich angeben Anfang, Doppelpunkt, Ende. Also ich könnte jetzt auch sagen 2 bis 5. Dann habe ich eben 0, 1, 2. Also es geht ja immer mit 0 los. 9, 2, 3. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nicht mehr. Weil es eben auch wieder ausschließend ist. 0, 1, 2, 9, 16 und 25 gibt es hier, ne? Bis zu dem und dem nicht mehr. Genau. Und wenn ich jetzt dann diese Zahl hier weglasse, dann ist es eben vom Anfang an bis 5. Und ich kann auch einen Step angeben, ne? Das kann ich auch machen. Ich kann sagen Anfang, Ende, Step, also machen wir mal 0 bis 5. Mit einem Step 2. Ja. Wir machen mal 6. 0 bis 6, also das wären eben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ohne das natürlich. Und dann Step 2, immer jedes zweite. Dann geht es eben los mit dem ersten. Und dann 1 ausgelassen und dann nochmal 1 ausgelassen. Das ist die Syntax, ne? Das heißt Start, Stop, Step. Und dann kann ich natürlich jetzt auch Folgendes machen. Ich kann jetzt hier sagen, von Anfang bis 6, Step 2. Ich kann auch sagen, von Anfang bis Ende, Step 2. Das wäre nämlich diese Syntax. Und dann kann ich auch sowas machen, den Step rückwärts. Dass ich sage Anfang bis Ende Step minus 2 und das ist das nämlich genau die Liste von hinten jeder zweite 81, 49. Und bei minus 1 kann ich natürlich dann komplett die Liste auch umdrehen. Also das ist dann auch relativ komfortabel zu machen, dass ich sage, ich habe die Liste invertiert, die Reihenfolge, indem ich dann einfach Doppelpunkt, Doppelpunkt, minus 1 mache. Ich kann natürlich auch verschachtelte Arrays machen. Ich kann natürlich jetzt, können wir auch mal vielleicht noch mal in ein neues Ding hier machen. Ich kann jetzt sagen gleich und kann dann da ein Array angeben und kann dann ein zweidimensionales eben machen, indem ich da einfach halt zum Beispiel das hier angebe und bekomme dann eben ein zweidimensionales Array. Kann natürlich dann auch über den Indexer, dass ich sage 1, machen wir das erste und da kann natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, und dann da das erste und dann kann ich eben da auch wieder über die Indexer auf die einzelnen Unterarrays natürlich zugreifen. Ich kann zum Beispiel dann auch irgendwie mal alles mit leere, zweidimensionale Arrays einer beliebigen Größe kann ich dann mit diesen List Comprehensions zum Beispiel auch generieren. Und wenn ich zum Beispiel überhaupt keine Variable habe, die irgendwo Verwendung findet, weil ich immer nur 0 rein generiere, dann kann ich irgendwie zum Beispiel auch so eine, das ist auch quasi eine gültige alphanumerische Angabe,
oder eben Angabe für eine Variable ist einfach ein Unterstrich. Ich kann natürlich da x schreiben auch, das wäre egal. Und kann mir dann einfach mal, aber das x wird ja hier nicht verwendet, deswegen kann man das oft so als Unterstrich schreiben. Da kann ich eben sagen, ich habe jetzt hier ein zweidimensionales Array mit jeweils drei Einträgen und das Ganze, die haben dann wieder drei. Ich kann natürlich jetzt auch dann natürlich mehr generieren, kann das dann sagen, es hat immer 30 Einträge oder andersrum, dass man hier sagt, in den das, die inneren Arrays haben immer 30 das Ganze, nee, die inneren haben immer 3, die äußeren sind eben 30 Einträge mit jeweils 3. Das kann man natürlich auch machen und kann dann eben sich da einfach eine komplexe Datenstruktur auch mit beschreibend aufbauen. Gut, ja, was gibt es noch? Jetzt sind wir schon eigentlich ganz gut drin. Das ist natürlich zentral mit diesen Arrays. Es gibt, gehen wir mal noch kurz zu mehr so Programmstrukturierung. Es gibt auf jeden Fall sowas wie Funktionen, die ziemlich wesentlich sind. Zum Beispiel kann man eine Funktion machen, nehmen wir jetzt Cube, die kriegt einen Parameter mit, braucht man keinen Typen angeben, wie man das eben so bei dynamisch typisierten Sprachen hat, und kann mir dann zurückgeben lassen mit Return x mal mal 3, das ist eben dann Quadratoperator mal mal, also hoch gibt es nicht, mal mal ist im Prinzip Quadrat, x hoch 3, ja, dann gebe ich irgendwas rein, Cube 4, bekomme 64 zurück. Das ist die Syntax, ne? Wenn ich keinen Return-Wert habe, dann muss ich da auch keinen angeben. Alles, was eben in dieser def-Name-Parameter-Doppelpunkt in diesem Block steckt, das ist, gehört zu der jeweiligen Funktion dazu. Ja? Fällt mir gerade was ein. Kann ich auch nochmal machen. Ich habe jetzt irgendeine Variable, ich nenne die jetzt mal i gleich 42. Ich mache das jetzt auch in eine Zeile. Und kann dann zum Beispiel def x plus i, zum Beispiel nenne ich jetzt mal Funktion x Doppelpunkt. Und kann jetzt da, wenn ich jetzt x sage, ich sage jetzt mal v gleich x plus 1, return v. Na, das wäre jetzt einfach mal so eine Funktion, da kann ich irgendwas reingeben. Ein x, das wird um 1 erhöht und zurückgegeben. Ich habe das jetzt nur mal in zwei Zeilen geschrieben, damit man sieht, dass das alles in den Block steckt. Also genau. Und kann jetzt hier zum Beispiel x plus i 5 mal ausführen lassen und bekomme dann natürlich 6 als Wert zurück. Wenn ich jetzt das i hier verwenden will, macht er das auch. Das ist nur manchmal schwierig, wenn ich sage, ich möchte jetzt irgendeine globale Variable verwenden, dann muss ich da oft ein Global machen. Also das heißt, ich muss dann oft einmal Global i dazu schreiben, um wirklich zu sagen, ich habe die globale Variable i, die ich da wirklich verwenden will. Dann kann ich halt hier zum Beispiel sagen, dann kann man hier auch quasi diese globale Variable auch verändern. Das ist manchmal irgendwie problematisch, wenn man das Global nicht dabei hat. Also das wollte ich bloß nochmal kurz erwähnen. Genau. Jetzt haben wir im Prinzip auch Funktionen schon mal besprochen. Es gibt noch einen zweiten Datentyp, der interessant ist. Also das ist zum Beispiel, wenn man jetzt sowas machen will wie, ja, in C wären es so Structs oder sowas, oder in JavaScript wären es Objekte.
Und in Python oder allgemein sind es eben jetzt solche Dictionaries, ja? Und die haben einfach, der Indexer ist dann einfach ein beliebiger String hier, also Name, Doppelpunkt, Wert. Name, Doppelpunkt, Wert ist im Prinzip das, was ich, wie ich das angebe. Das Ganze in nicht mehr eckigen Klammern, sondern in geschweiften Klammern. Und da kann ich jetzt dann als Index, wenn ich den Indexoperator habe, dann wirklich den Namen angeben und dann bekomme ich eben den Wert. Ja. Also bei diesen Dictionaries, da habe ich eben als Index nicht eine fortlaufende Zahl, sondern ich gebe den Index eben selber an und greife dann eben darauf zu und ja, habe dann sowas wie so Objekte. Also in JavaScript. Ich kann das natürlich auch kombinieren. Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache. Ich kann natürlich wirklich sagen, nee, machen wir mal. Person ist gleich, ne? Kann ich auch sagen. Da haben wir einen Namen. Name. Müller. Und dann könnte ich sagen Adresse. Doppelpunkt. Und könnte jetzt zum Beispiel als Wert für diese Adresse ein ganzes Array nehmen. Ne? Oder machen wir nämlich Adressen. Ne? Okay. Und dann kann ich hier verschiedene Adressen eben angeben. Sagen Straße 1, Komma, Straße 2 in Amberg, in München oder so. Ne? Genau. Und bekomme dann im Prinzip, wenn ich sage Person, eckige Klammern, Adressen, bekomme ich beide und dann kann ich natürlich hier wieder reingehen und sagen, dann nehme ich mal die erste. Genau. Ja. Ich kann das quasi kombinieren, kann natürlich andersrum wieder in Arrays natürlich auch diese Dictionaries reinmachen. Das Ganze erinnert an die gleiche Datenstruktur, die man eben mit JavaScript Object Notation hat, diesen JSON-Objekten. Wer da mehr darüber wissen will, und das ist dann auch wieder so ein bisschen eine Verknüpfung, da gibt es ja diese andere Aufzeichnung von mir, die sich eben mit JavaScript befasst, wo es eben genau um das Thema auch geht. Und diese JSON-Datenstrukturen sind natürlich auch wichtig als Datentypen auch für Visualisierungen. Deswegen ist das natürlich interessante Sache, da lohnt es sich wirklich mal, sich dann mit JSON-Objekten und JavaScript zu beschäftigen, weil ich kann die auch mit Python verarbeiten. Genau. Also, dann kann ich eben auch sowas Ähnliches machen wie irgendwelche Objekte. Es gibt natürlich eine objektorientierte Syntax auch in Python und da hier sieht man mal, wie man jetzt, das ist eigentlich auch sehr einfach und schnell erklärt, deswegen kann ich das wirklich jetzt in einem Ding bringen. Ich hoffe, dass Sie ungefähr wissen, was Klassen sind und Objekte. Wenn nicht, dann ist es natürlich auch mal interessant, sich damit allgemein zu beschäftigen. Also jetzt unsere Programmieranfänger, die haben natürlich C als erste Sprache, bekommen dann C++ und da werden die dann sicherlich mit Objekten und Klassen auch zu tun haben. Das Gleiche gibt es natürlich in Python auch. Es ist aber viel einfacher. Also in Python, was heißt einfacher? Es ist weniger Syntax und die kann man hier quasi in wenigen Zeilen als Beispiel zusammenfassen. Wenn man jetzt eine Klasse mit Vererbung machen will. Ne? Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich habe einen Typ, eine Klasse, Tier, Animal. Dann sage ich ihm Class Animal und dann sind alle ja, Funktionen, die ich da definiere, in dieser Klasse mit Einrückung.
sind Methoden dieser Klasse. Ja? Zum Beispiel say. Also da kann ich sagen, jedes Animal hat eine Methode say. Die kann irgendwas machen. Also ich kann das jetzt mal nochmal, mache hier nochmal ein Beispiel. Mache jetzt wieder Person. Doppelpunkt. Jetzt bin ich quasi in der Klasse und sage jetzt, okay, die Person kann immer grüßen. Das ist jetzt heutzutage in Zeit von Corona dann auch nur winken wahrscheinlich. Aber ich sage jetzt nochmal def greet. Warum dann mal self dazu? Machen wir mal weg. So. Und mache jetzt dann hier print. Hallo. Ja, so. Das wäre jetzt quasi mal so eine Klassendefinition von der Person. Und kann jetzt eine Person machen. Ich kann jetzt sagen P gleich Person. Ich kann dann sagen P.greet. Und dann müsst ihr normalerweise grüßen können. Was jetzt nämlich der Fall ist, ich muss hier, das ist immer der Fall bei diesen ganzen Klassen, also die Objekte, die bekommen immer als Argument was mit, und zwar sich selber. Ne? Das, da muss immer self mit rein, immer. Warum auch immer. Ne? Also das ist jetzt noch nicht ganz klar, aber im Prinzip bekommen alle Methoden als erstes Argument immer sich selbst mit. Auch wenn ich es nicht auswerte, aber das ist eigentlich, damit ist gewährleistet, dass diese Methode quasi zum Objekt gehört. Ne? Genau. So ist das. Ne? Also das heißt, und dann kann natürlich die irgendwas machen, ne? Zum Beispiel greet. Gehe ich mal wieder zu dem Katzenbeispiel. Jetzt wird da auch klar, warum hier self steht. Jetzt kann ich natürlich irgendwie, möchte ich ja jetzt irgendwie mit dem Konstruktor irgendwas initialisieren. Zum Beispiel einen Namen hier, ne, bei dem Tier. Und das ist so, da kann ich dem Konstruktor einfach den Namen mitgeben und dann einfach dynamisch zuweisen, weil es ja dynamisch typisiert ist. Ich muss Variablen nicht erst vorher deklarieren, sondern ich kann die gleich belegen mit dem Wert, und dann habe ich ja dieses self, was für das Objekt selber steht, und dann sage ich self.name gleich Name, und dann wird eben das Argument, das da übergeben wird, in ein Feld gespeichert, das eben dann Name heißt von dem jeweiligen Objekt. Ja? Kann das hier nochmal gerne mal nachvollziehen bei der Person. Das ist nämlich so, dass diese Konstruktoren hier, ne, die haben im Prinzip eine spezielle Syntax, die haben zwei Unterstriche. Init, immer init, heißen immer init. Also Unterstrich, Unterstrich, init, Unterstrich, Unterstrich. Und dann kommt eben mit self und dann irgendwelche Argumente, ne? Name, Adresse oder so. Ne? Und dann kann ich die Werte eben dynamisch zuweisen, indem ich sage self.name, kann es auch anders heißen, gleich Name, self.adresse, gleich Adresse. Ne? So. Und da kann ich jetzt die Person hier machen und kann der Namen geben. Text no arguments. Okay. Ups. Jetzt muss ich das nochmal ausführen. Genau, und kann dann hier, der kann dich grüßen mit seinem Namen. Bin Prozent. Ja, machen wir es so. Self.name. Komma. Self.address.
Adresse ist not defined. Komma, Punkt. Genau. Und dann habe ich quasi eine Klasse. Was nicht gibt, sind so private Sachen, also das heißt geschützte. Man kann irgendwie manche, da gibt es den guten Stil, dass man dann Unterstrich davor macht, also vor privaten Feldern oder auch privaten Methoden. Die kann ich aber trotzdem aufrufen. Das ist nur so, dass ich die dann quasi als Programmierer kennzeichne, dass die eigentlich privat sein sollen. Das heißt, es gibt so viel Syntax, gibt es da gar nicht in diesem Python-OOP-Thema. Dann haben wir noch die Vererbung, das kann ich jetzt hier auch gleich mal schnell weiter erklären. Das heißt, wenn ich jetzt eine Katze habe, die eben ein Tier ist, dann mache ich eben Class Cat und dann die Superklasse, die setze ich einfach in Klammern. Und dann erbt quasi schon die Katze von den Tieren. Da kann ich natürlich auch den Superkonstruktor dann aufrufen, in dem Originalkonstruktor, da kann ich hier Animal Punkt Unterstrich Unterstrich Init Unterstrich Unterstrich und kann dann die einzelnen Parameter durchreichen, dann wird eben der Superkonstruktor aufgerufen, der initialisiert dann die Variablen der Superklasse und dann bin ich schon wieder ganz normal dabei und kann dann eben diese Katze erweitern um bestimmte Methoden, kann auch welche überschreiben, ne? Kann auch die Supermethoden aufrufen, indem ich dann die Superklasse angebe und dann die Methode der Superklasse. Und hier Fritzi, Ken heißt Cheeseburger, meine Katze heißt Fritzi. Genau. So ist es. Das war eigentlich jetzt alles zum Thema Objektorientierung im Wesentlichen. Ist vielleicht schon wichtig, auch für später, eben deswegen habe ich es jetzt hier auch mit erwähnt, weil eben viel eben mit Objekten läuft, ne? Also auch diese ganzen Bibliotheken und so. Im Wesentlichen war das jetzt eigentlich die Syntax von Python. Ne? Also vielleicht der Vollständigkeit halber, es gibt noch statt diesen eckigen Klammern, kann man noch, gibt es eine Datenstruktur, mit runden Klammern. Das ist im Prinzip fast das gleiche, nur dass die eben immutable sind, also unveränderlich. Ja. Genau, also das ist eigentlich war es das jetzt schon fast mit der ganzen Python-Geschichte. Ich kann jetzt, ja genau, ich überlege gerade, wenn man jetzt sagt, okay, man hätte jetzt gerne Array erweitert oder so, oder man hätte jetzt gerne zwei zusammengefasst zum Beispiel, das kann man eigentlich auch mit Python jetzt eher vielleicht nicht so mit Methoden machen, sondern man kann das ja wirklich mit Syntax machen. Ich habe zum Beispiel ein A1 gleich, machen wir mal kurz, 1,2,3 und A2 gleich 3, machen wir 4, 5, 6, ist egal, ne? 2 Arrays und wenn ich die jetzt zusammenfassen will, dann mache ich einfach A1 plus A2 und dann bekomme ich eben ein neues Array, das die beiden zusammen hält, weil nämlich der Plus-Operator auch für die Arrays definiert ist. Also da kann ich im Prinzip, so kann ich im Prinzip Arrays erweitern. Ne? Ich könnte es auch um ein Element erweitern, indem ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe nur das A1 und will es jetzt um ein Element erweitern, dann kann ich das eine Element natürlich hinten dran ketten. Ja? So kann ich Sachen um eins erweitern. Ich kann auch einfach Sachen über diese Index-Operatoren eigentlich splitten. Ne? Kann sagen, da nehme ich irgendwas raus und binde das wieder zusammen. Also da kann ich relativ viel machen. Ich kann auch, Entschuldigung, was kann ich da noch machen?
eins rausnehmen, zum Beispiel das letzte, ne? Also von dem A1. Mit dem Indexoperator. Ich kann nämlich auch von hinten zählen, wenn ich Minus mache, also Anfang, Ende und von hinten das Minus, dann habe ich das letzte weg. Entschuldigung. Genau. Also da muss man sich vielleicht nochmal mit dem Detail ein bisschen auseinandersetzen, mit der ganzen Array-Geschichte auch. Das ist nämlich schon interessant. Ich habe ein bisschen Husten auch, Entschuldigung. Jetzt zum anderen Thema. Jetzt kommen wir mal zur ersten Bibliothek, die wir hier verwenden wollen. Und zwar, jetzt geht es langsam so in diese Daten, wie soll das, Data Science Richtung rein. Es gibt NumPy als Bibliothek. Das habe ich ja schon erwähnt, die ist eben so für Mathematik-Sachen da. Und da ist es so, ein NumPy Array habe ich mit so einer speziellen Syntax zu bauen. Also ich muss erstmal die Bibliothek importieren mit import NumPy SNP und kann dann hier ein Array machen mit np.array. Und dann kann ich hier, muss ich in dem np.array-Parametern das richtige Python-Array angeben. Und dann habe ich einfach ein NumPy-Array gemacht. Das hat natürlich gewisse Vorteile, wenn man das macht. Man kann zum Beispiel sowas machen wie Reshape. Also wenn ich das hier ausführe, ne, hier. Sie sehen schon immer, wenn ich was nicht importiert habe, wenn ich das vorher noch nicht ausgeführt habe, dann kann er das nicht verstehen. Da muss man immer erst das obere ausführen, dann das untere. Was ich hier machen kann, ich kann zum Beispiel aus diesem Array ganz leicht so eine Matrix machen und kann dann eben hier sagen, das ist eine 2 mal 3 Matrix und indem ich da einfach das Shape angebe. Und dann macht er im Prinzip dann nach drei also Komponenten in der Zeile eben eine neue Spalte. Und kann dann zum Beispiel auch sowas machen. Ich kann dann, das sind die Operatoren auch überschrieben. Ich kann dann hier zum Beispiel das ganze Array oder diese ganze Matrix nehmen und mit 2 multiplizieren. Und dann multipliziert er eben jede einzelne Komponente in dieser Matrix mit 2. Und kann dann auch sowas machen wie die Matrix transponieren. Also, dass ich einfach sage, ja, übrigens, was hier, das ist noch die Originale. Ne? Also, was ich hier mache, A mal 2 ist natürlich das Ergebnis, aber ich habe das nicht nochmal zugewiesen der alten Matrix. Ne? Also, das heißt, diese erste alte Matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, die kann ich im Prinzip drehen, sodass die dann eben so aussieht. Ne? Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wären im Prinzip die Zeilen zu den Spalten, von oben nach unten und dann eben von links nach rechts. Ne? Ich kann natürlich auch Vektoren machen, indem ich eben nur ein lineares NumPy-Array mache, ohne jetzt irgendwie das Ganze in ein anderes Shape zu überführen. Das Shape von dem ist natürlich jetzt 3, 2 von dem alten und von dem Vektor ist 2 mit nichts. Genau. Kann natürlich das Array mit dem Vektor dann multiplizieren. Und habe halt da die Möglichkeit, so lineare Algebra eigentlich ganz gut abzuhandeln und sowas. Ne? Kann auch sowas machen wie kumulierte Summen von einem Array. Ne? Wenn ich jetzt hier 2, 3, machen wir mal 0, 1, 4.
und habe jetzt hier 2, 5, 9, weil er das immer aufaddiert, 2 plus 3 ist 5 und 4 ist 9. Ja, und dann wird das eben kumuliert, was vielleicht ganz günstig ist, wenn man irgendwelche Graphen zeichnen will, ne? Wo man jetzt nicht nur die Änderung hat, sondern eben auch wirklich von der letzten Position aus, wie sich es ändert. Ne? Also das ist natürlich auch eine interessante Sache. Und ja, das ist eben diese Bibliothek NumPy. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Bibliothek. Und die nächste Bibliothek, die ich jetzt vorstellen will, das ist jetzt Pandas. Das ist im Prinzip, baut auf NumPy auf und hat jetzt einmal noch ein bisschen eine andere Philosophie. Aber wie gesagt, baut auf dem Ganzen auf. Und das ist eigentlich die, die man eigentlich sehr häufig verwendet. Also das ist eigentlich eine Bibliothek, die ganz, ganz oft eben vorkommt bei Python. Man kann auch mal gerne mal googeln, wenn ich jetzt, da gibt es ja auch immer schöne Webseiten zu dem Ganzen. Das sieht man auch, wo die dann überall verwendet wird, ist eben bei Anaconda schon mit dabei. Man hat halt da eine schöne Dokumentation auch natürlich. Lohnt sich natürlich mal das Ganze anzuschauen. Und ja, was habe ich jetzt hier? Da habe ich jetzt auch wieder irgendwelche Begriffe, die möchte ich jetzt mal kurz erwähnen. Das eine, der eine Begriff ist einfach mal ein Data Frame. Ein Data Frame ist nichts anderes, man kann sich es vorstellen, so wie eine Tabelle eigentlich. Das ist eine Tabelle, es ist nichts anderes. Wenn ich jetzt, ich kann die Tabellen auch selber konstruieren, das sehe ich hier. Es gibt da verschiedene Arten, das zu machen. Also ich muss natürlich die Bibliothek immer einbinden. Ich mache das in dieser üblichen Syntax, indem ich sage import pandas as pd. Und dann habe ich eben in dem Objekt pd dann eben die ganzen Pandas-Klassen und Objekte zur Verfügung. Ich kann jetzt da meinetwegen mal zwei Arrays machen. Ich möchte einfach mit Personen und deren Alter als Tabelle haben. Ne? Genau, also ich habe dann eben die Personen und habe denen ihre Daten, das Alter, und kann dann da wieder, wie wir es schon gemacht haben, mit dieser eigentlich JSON-artigen Syntax sagen, ich habe hier ein Dictionary und der Eintrag Age, der bekommt eben das Array Ages, also diese ganzen Alter, und dann habe ich noch einen Eintrag Name, der bekommt eben dieses Array mit den Namen, und dann kann ich einfach nur sowas machen, ich kann sagen pd.dataframe und kann dann eben dieses Dictionary übergeben, und dann bekomme ich eben genau, das zeigt er mir auch so formatiert an, ich muss da natürlich nochmal durchklicken, bekomme dann eben genau sowas hier. Ne? Das ist in dem Jupyter Notebook tatsächlich so, dass ich das in so einer relativ komfortablen Ansicht noch bekomme. Ja? Und habe dann eben zwei Spalten, einmal Age und Name, das sind eben wie die einzelnen Einträge in diesem Dictionary heißen. Und dann sind die Arrays, die sind dann eben als Spaltenwerte dann da drinnen. Ich habe aber auch noch einen Index, ne? Der geht dann auch mit 0, 1, 2 dadurch, den legt er automatisch mit an. Und ich habe ja schon gemeint, es gibt natürlich mehr Möglichkeiten, solche Data Frames anzulegen. Und die zweite Möglichkeit ist, über sogenannte Series zu gehen. Und Series, das ist quasi nochmal eine andere Art von Datenstruktur bei diesen Pandas. Also es gibt eben Data Frames und Series. Und eine Series, eine Serie ist im Prinzip ein lineares Ding. Also das heißt, das ist sowas wie einfach ein Array im Prinzip. Mit pd.series bekomme ich eben so eine Serie.
Und ein Data Frame bekomme ich immer, wenn ich mit pd.concat zwei Series nehme und die zusammen binde. Und zwar wie, dass ich sage, da kann ich auch die Achse angeben, Axis gleich 1 heißt eben vertikal nebeneinander. Dann kann ich auch die Columns mit Namen vergeben. Halt, machen wir das nochmal. Genau. So, kann mal das wegnehmen. Dann macht er das eben, wenn ich die Columns eben ohne Namen nehme, dann nimmt er hier 0,1 einfach. Weil die Series selber, das waren ja diese Arrays, da habe ich ja nicht diese Namen mit vergeben gehabt. Genau, dann macht er das so. Wenn ich die Columns eben rauslasse, 0,1. Wenn ich jetzt die Achse auch noch weglasse, oder auf 0, mal auf 0 setzen, dann sieht es noch anders aus, dann macht es nämlich untereinander. Dann baut er nämlich die Arrays einfach untereinander entlang. Konkat heißt ja auch aneinander binden, aber wenn ich so aneinander binde, dann macht er das eben nach rechts weg, sozusagen. Ja, genau, und dann habe ich auch so ein Data Frame wieder. Jetzt möchte ich natürlich in so einer Tabelle verschiedene Aktionen machen können. Zum Beispiel möchte ich mal einfach auf Sachen zugreifen können, ne? Klar. Zum Beispiel auf einen Datensatz Nummer 2, also das heißt Index 2, das wäre hier der Jürgen, und da kann ich einfach mit log, kann ich darauf zugreifen zum Beispiel. Wenn ich jetzt auf einen einzelnen Eintrag zugreifen will, dann kann ich bei log 2 Werte angeben. Also das heißt einmal den Index und einmal den Spaltennamen. Das heißt, wenn ich jetzt auf hier Nummer 1 auf den Namen zugreifen will, dann mache ich das nicht mit, wie ich es vorher gemacht habe, eigentlich mit den Arrays, dass ich so zwei Index-Operatoren nebeneinander stelle, sondern ich mache eine eckige Klammer auf, dann gebe ich an eben den Index, den Zeilenindex und dann den Spaltennamen. So, mit Komma getrennt. Genau, da kann ich natürlich auch mehr, also ich kann natürlich auch mehr mir geben lassen, zum Beispiel alle hier 0, 1, 2 ab dem ersten, also dem zweiten sozusagen, ab Index 1 bis zum Ende, da kann ich wieder diese Syntax anwenden, dass ich sage 1 Doppelpunkt. Ja. Und dann Komma Spaltenname. Und dann bekomme ich eben alle Einträge, nur den ersten nicht. Da sehe ich übrigens auch immer den Datentyp. Int64 wäre jetzt im Prinzip der Typ von den Zahlen hier. Bei dem ist es so, da ist eben der Name und das Alter zusammen ein Objekt. Also Objekt im Sinne von JavaScript Object Notation Objekt sozusagen. Genau, das war das Log. Da kann ich eben Zeilen oder Spalten auslesen. Jetzt gibt es noch was anderes, das heißt iLog und das heißt eigentlich für Integer Log. Und da kann ich, das ist der Unterschied von Log zu iLog, ist, dass ich bei iLog nur Zahlen angeben kann. Ja, also heißt eben i für Integer. Und zum Beispiel das DataFrame 2 hier, Punkt iLog 2 ist eben die zweite, also Index Nummer 2. Ja. Hätte ich jetzt mit Log auch machen können. Eigentlich. Also da ist erstmal kein Unterschied. Ich kann natürlich die ganze Zeile hier ersetzen, indem ich da einfach so ein Dictionary angebe mit den einzelnen Spalten Namen noch als
Key und dann kann ich das komplett überschreiben, das ganze Ding. Ja, ne? Hier zum Beispiel. Da gibt es dann noch den Kevin. Und da jetzt sieht man den Unterschied von Log zu E-Log. Ich kann natürlich hier auch statt dem Spaltennamen einfach sagen den Spaltenindex, nämlich den ersten. Und das ist im Prinzip das Age, also das heißt 0, 1, 0 ist Name, 1 ist Age. Da kann ich auch darauf zugreifen und kann dann hier sagen, ich möchte alle Zeilen, außer die nullte Zeile, aber nur die Spalte mit dem Index 1, also die zweite. Genau, also nimmt nur Integer. Ansonsten kann ich natürlich da auch relativ viel machen mit diesen Start, Stop, Step kann ich hier auch arbeiten bei Zeilen und Spalten. Also das heißt, da kann ich relativ komplexe Sachen natürlich machen. Ich kann natürlich auch alle Spalten austauschen, indem ich jetzt einfach nur das DataFrame als Index Operator dann den Spaltennamen nehme und dann alle als Array alle Spaltennamen austausche. Das kann ich natürlich wirklich hier auch machen. Kann natürlich auch zugreifen und mir die alle geben lassen. Und die F2 Age ist eben nur die Spalte Age alle. Kann natürlich dann da wieder einzelne Werte ändern, indem ich die einfach zuweise. Zum Beispiel ändere ich jetzt auch den zweiten Eintrag auch auf 22 Jahre. Ne? Das werde ich hier mal machen. Moment. Ups. Müssen wir mal von vorne machen, ist egal. Ich kann jetzt hier mal eins dazu machen und lass mir das nochmal ausgeben. Ganz kurz, mal oben. So. Genau, und habe ja hier jetzt im Prinzip, das ist jetzt, weil ich da auf einer Kopie arbeite, das ist eine Warnung, die kann ich deaktivieren, indem ich zum Beispiel eine Kopie mache. Okay, ist egal jetzt. Also falls so eine Meldung kommt, dann haben sie irgendwo im Prinzip auf verschiedene Sichten arbeiten sie. Sie ändern immer das Original nicht ab. Und da ist es gut, wenn man das wirklich ändern will, dann macht man dann mal eine Kopie mit Punkt Copy irgendwo von so einem Dataframe und dann kann man wieder weiterarbeiten. Ne? Genau. Ich kann das jetzt hier, eben ich habe das jetzt so geändert, dass ich zweimal eben jetzt das Alter von 22 habe. Und jetzt hätte ich gern zum Beispiel so eine komplexere Query gemacht, dass ich sage, ich hätte gern alle mit dem Alter größer 22. Und dann kann ich tatsächlich solche komplexeren Queries machen. Ich kann jetzt sagen, df2 log und dann kann ich in diesem Argument, also e-log gibt, nimmt er nur Zahlen. Und hier kann ich aber einfach komplexere Ausdrücke bei dem Log auch angeben und kann sagen, df2 age größer 22. Ne? Alle, wo eben das zutrifft, die hätte ich gern. Und das wäre eben jetzt hier nur noch der Fritz, weil der eben 30 ist. Oder ich könnte mir auch alle geben lassen, die, wo das Alter gleich 22 ist. Genau. Da kann ich auch dann noch komplexere zum Beispiel Sachen machen und kann das irgendwie verknüpfen. Könnt ihr zum Beispiel da das in Klammern schachteln und kann dann sagen, wie war das jetzt? Halt, kann dann eben mit und weitermachen und kann sagen, Name gleich Hans. Und dann kriege ich eben nur den Hans. Ne? Das heißt, da kann ich ja relativ komplexe Konstrukte bauen. Also bei diesem Log, das geht mit dem Log, das geht aber auch ohne Log. Das ist aber eigentlich der gleiche Ausdruck. Genau. Also ich würde den bevorzugen mit dem Log, weil manchmal geht das mit dem anderen nicht. Also, aber das ist im Prinzip das gleiche. Df2 log, df2 age gleich 22 und,
also mit einfachem Kaufmannsund. Das ist auch komisch, weil bei Python die logischen Ausdrücke, das muss man mal kurz einschieben noch. Ich mache mal kurz hier nochmal was anderes. Ich sage jetzt a gleich 2, b gleich 4. Genau. Und sage jetzt irgendwas mit if, ne? Oder ich sage jetzt so mal boolscher Wert, ne? B gleich a gleich 2. B ist true. Wenn ich jetzt sagen will, wenn b 2 ist und eben nee, c, machen wir mal, Entschuldigung, machen wir a b, nenne das natürlich jetzt c, so. Also C ist, wenn A 2 ist true, wenn aber C true sein soll, wenn A 2 ist und, also man wird jetzt intuitiv das nehmen bei C++ oder C, oder wie man hier gesehen hat, dieses und, dann muss ich aber jetzt dieses and schreiben. B gleich 4. Also diese logischen Ausdrücke, die sind in Python ein bisschen anders. Also ich habe jetzt AND und OR als logische Verknüpfung. Das gleiche jetzt. Der Vergleich selber ist tatsächlich noch dieses ist gleich und das Ungleich ist tatsächlich auch noch das hier. Und jetzt wird es anders, wenn ich AND schreibe. Genau. Also das sind die logischen Ausdrücke. Ist ein bisschen unkonsistent, weil das NOT ist im Prinzip Ausrufezeichen, NOT ist gleich, ist ungleich, AND und OR schreibt man aber aus. Und jetzt dummerweise habe ich natürlich jetzt hier bei diesen Pandas hier dann nochmal irgendeine andere Sache. Und zwar tatsächlich in dem Fall, dass ich hier einen Kaufmannsund habe, ne, bei diesem Log, bei diesen Queries, die ich da haben kann. Ja, der Vollständigkeit halber, hier habe ich noch so einen E-Log-Ausdruck, da sage ich eben alle rückwärts und dann nur den Namen. Also sowas kann ich nicht auch machen, kann ich es mir quasi andersrum sortiert ausgeben lassen. Also es gibt natürlich da relativ viele Sachen. Wichtig ist, glaube ich, bloß, dass man mal versteht, zusammenfassend, dass das E-Log eben nur Zahlen nimmt, Zeilen und Spalten. Also wenn man Zeilen und Spalten eben zugreifen will und das Log eben erstmal Indizes, also im weitesten Sinn auch Zahlen, wenn der Index eine Zahl ist, weil das kann nämlich in Python, in den Pandas tatsächlich auch noch was anderes sein. Und als Spalte dann Spaltenindex dann eben auch den Namen der Spalte. Ne? Und wie gesagt, ein Index kann eine Zahl sein, muss aber nicht. Ja. Also jetzt sind wir da eigentlich schon fast über das Ganze drüber. Also ich möchte mal so den Kern erwähnen. Ich möchte dann auf jeden Fall noch ein weiteres Video machen, wo ich dann immer praktisches Beispiel noch bringe. Da wären wir jetzt da. In dem Video, denke ich, wäre dann doch zu lange. Da mache ich dann noch ein kürzeres eigenes Video draus. Das kommt dann eben als nächstes. Ja, genau. Aber jetzt gehen wir da nochmal kurz durch. Was haben wir noch? Na, man kann zum Beispiel Gruppen machen, das gibt es auch noch. Das ist eigentlich auch nochmal so eine wichtige Sache, die es eben bei Pandas gibt. Und zwar kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt diese, ich habe jetzt zweimal die 22. Ich kann sagen, okay, ich gruppiere die jetzt bei nach dem Alter. Gehen wir das nochmal aus. Mache jetzt da nochmal extra Spalte dazu. Was man sieht. Was kriege ich denn, wenn ich jetzt nur sage Group by Age? Wenn ich sowas mache, dann bekomme ich eigentlich nichts Sinnvolles, sondern bekomme ich eben so eine Gruppengeschichte. Ne? Group by Object. Aber ich kann dann da zum Beispiel sagen, okay, ich kann mir jetzt da mal von diesen Age einfach die
Anzahl der Gruppe geben lassen. Ja, nämlich einfach dann sage ich DataFrame Group by Age Punkt Age Punkt Count. Ja, dann kriege ich einfach hier die Alter und in Age Punkt Count eben einfach mal angezeigt, wie viel sind denn in der Gruppe. Ja, das ist ja auch eine wichtige Sache, ein wichtiger Ausdruck. Und mit diesen Gruppen kann man natürlich auch sehr viel machen. Also das ist auch diese Dinge, wenn wir zum Beispiel oft wissen, wie viel es Einträge gibt von der Art und sowas. Ja. Ja, das war eigentlich so die wichtigste Geschichte, die wichtigsten Sachen, die man jetzt zu dem Pandas jetzt mal sagen kann. Wo kommt denn jetzt das Ganze her? Ne? Wo kommen jetzt die Daten her? Das ist vielleicht noch der Vollständigkeit halber. Das kann ich dann am Schluss noch jetzt hier zeigen. Ich kann einfach CSV-Dateien lesen. Also der Vollständigkeit halber zeige ich jetzt dann am Schluss noch so eine kleine Sache, wo man eben Daten einlesen kann und die anzeigen lassen kann. Also ich kann natürlich CSV-Dateien lesen. CSV sind diese Comma-Separated Values-Dateien. Ich kann diese schon erwähnten JSON-Objekte natürlich auch einlesen. Also als Textdatei, ne, einfach, wenn die vorliegen oder irgendwo aus dem Web von irgendeiner Webschnittstelle kommen. Ich kann natürlich auch eine Datenbankverbindung aufbauen und sogar eine NoSQL Big Data Datenbank, um zum Beispiel eine MongoDB, das ist so eine bekannte Datenbank für Cloud-Sachen, für so Big Data-Sachen, die kann ich auch verwenden. Hier Beispiele auskommentiert, weil die ja erstmal nicht installiert sind und man muss natürlich irgendwie die Datenbank noch anlegen. Da gibt es zum Beispiel diese SQL Alchemy als Bibliothek und da mache ich einfach eine Datenbankverbindung, eine Referenz zur Datenbank, indem ich eben sage SQL Alchemy Create Engine und dann gebe ich einfach da die Adresse von der Datenbank an. Das wäre jetzt hier Localhost auf dem Port 8889. Dann gebe ich hier die Tabelle an, die ich gerne hätte und dann Benutzername, Passwort und das Protokoll ist dann eben MySQL und dann habe ich quasi eine Datenbankverbindung zu einer Datenbank aufgebaut, die natürlich irgendwo laufen muss. Also das heißt, ich muss natürlich irgendwo extra vielleicht eine MySQL-Datenbank installieren und die dann laufen lassen und dann kann ich mir eine Verbindung aufbauen und kann dann einfach sagen, okay, aus der Datenbank, da lese ich jetzt, also Read SQL ist eben das Kommando, da sage ich jetzt, ich lese jetzt einfach die Tabelle 1 aus ein von dieser Datenbank hier und habe die dann eben in dem DataFrame. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, da gibt es eben verschiedene Bibliotheken, wie diese SQL Alchemy. Es gibt natürlich die PyMongo-Bibliothek, da kann ich im Prinzip so einen Client für eine Mongo-Database mir besorgen, kann dann eben eine Instanz für den Client machen, muss dann gegebenenfalls Benutzername, Passwort angeben. Bei so einer Installation muss ich das vielleicht erstmal gar nicht machen, weil das standardmäßig eben nicht eingestellt ist. Dann kann ich eben auch mal sagen, okay, für den Client hätte ich gerne die Climate-Daten. Das wäre quasi sowas wie die Datenbank, die ich da habe. Das wäre das hier auch. Das ist nicht die Tabelle, sondern die Datenbank. Hier auch. Und dann sage ich von der Datenbank, nämlich die Table 1, die hole ich mir. Und mit List-Cursor, das ist der Cursor, den ich da bekomme, kann ich mir dann ein Data-Frame erzeugen. Also das wäre im Prinzip das, was ich da machen kann. CSV-Dateien lesen ist noch ein bisschen einfacher. Deswegen, es gibt ja auch im Internet sehr viele frei verfügbare CSV-Dateien. Da gehe ich dann eben jetzt in dem noch folgenden Video noch drauf ein. Aber jetzt erstmal, man hat eben im Prinzip hier kann Datenbanken eben ansprechen und man kann natürlich, ich habe jetzt, was nehmen wir denn als einfaches Beispiel mal, so eine Plot-Sache mit Pandas, ne, dass man auch da mit Pandas eigentlich relativ leicht
was visualisieren kann. Ich kann in dem Beispiel, da gibt es eben Matplotlib Inline, das ist so ein Kommando, das kann man eingeben, wenn ich jetzt Inline in diesen JupyterNotebooks Plots erzeugen will, mit so einem Prozent vorn dran. Das ist so ein Magic-Kommando, das bedeutet, da kann ich jetzt irgendwie dem ganzen JupyterNotebook irgendwie spezielle Kommandos geben, wie zum Beispiel, dass ich plotten will, das muss ich auch immer machen. Genau. Ja, dann kann ich mir Daten irgendwie runterladen. Ja. Ich habe hier zum Beispiel irgend so einen Datensatz von Genesis Online, das ist so ein Statistikportal. Da habe ich irgendwie Geburtenstatistiken, die habe ich runtergeladen, die liegen jetzt hier in meinem Ordner Data unter dem Namen hier, ne? Geburten.xls. Das ist die Excel-Liste, ne? Excel, also man kann auch wirklich Excel-Dateien einlesen, das ist ja auch nichts anderes wie CSV-Dateien eigentlich im weitesten Sinn. Und dann lese ich hier ein Data Frame. Und zwar sage ich einfach Read Excel, gebe da die Adresse an oder den Verweis zu der Datei. Kann dann sagen, welche Zeilen ich wegfiltern will, nämlich die ersten vier, weil da nämlich in dieser Excel-Datei noch irgendwie irgendwas drinsteht. Ja, irgendwie, was ich hier Überschrift oder so, die will ich ja gar nicht mitlesen. Auch unten ist nochmal was dazu geschrieben, so Copyright und so Sachen. Ja, und dann habe ich schon, dann habe ich das Data Frame eingelesen. Mal schauen, ob es noch geht. Ja. Also mal gucken, ob ich das irgendwo habe, das Ding. Kann das mal kurz zeigen. Also die Daten, die sind hier quasi, wenn man es mal als Beweis sieht. Das Ding heißt Geburten 12 irgendwas, das ist das Ding hier. Mache ich es mal einfach in Excel auf, dann sehen Sie das dann auch nochmal direkt. Kann man nochmal kurz anschauen. Hier, Moment, muss ich nur die Excel noch rüberziehen. So. Hier ist es. Na. Das heißt, das ist diese Excel-Liste. Deswegen auch mit dem Skip Rows und Skip Footer kann man noch mal kurz erzählen. Sieht im Prinzip so aus. Mal nebeneinander. Also Skip Rows 4, das heißt 1, 2, 3, 4 wird erstmal weggefiltert. Und der Footer unten, das ist dann irgendwo das gleiche unten irgendwo. Da stehen halt diese zwei Zeilen noch Copyright und so. Die filtere ich dann natürlich auch weg. Ist schon ein bisschen älter, die Datei jetzt, ist egal. Die haben auch oft einmal nicht die allerneuesten Daten. Ja, so sieht die Excel-Datei aus. Die lese ich ein. Hab die dann als Data Frame. Genau. Und jetzt kann ich natürlich, ja, natürlich mit Pandas Sachen machen, die ich vielleicht mit Excel auch machen könnte. Aber es ist natürlich ein anderer Weg. Es ist für Programmierer besser. Es gibt viel mehr interessante Bibliotheken, die man da verwenden kann. Ich kann es. Natürlich alles irgendwo in Excel auch machen, aber es ist, naja, gut, es gibt schon Grenzen auch. Zum Beispiel kann ich auch mehr Daten verarbeiten, eigentlich mit diesen ganzen Python-Sachen. Ja, was ich hier nur habe, ich habe hier so ein Kommando head und das ist eigentlich interessant, das zeigt mir nur die ersten vier Einträge an, damit ich überhaupt mal sehe, wie der Datensatz aussieht. Wenn ich nämlich mir den komplett ausgeben lassen würde, dann wäre das natürlich. Würde er gar nicht machen, er macht dann immer so Punkt, Punkt, Punkt und gibt mir dann unten die letzten dazu. Tail wäre übrigens das hintere. Ach, da ist irgendwie noch zu viel dran. Das sind noch zu viel Zeilen, ne? Wie man sieht. Also muss ich da noch mehr Skip Rows, Skip Footer, machen wir mal 6. Na. Macht er nicht. Interessant. Na gut.
Moment. Was hängt denn da nur dran? Naja, gut. Machen wir nochmal vorne. Entschuldigung. So. Okay. Das sieht man, da hat er hinten noch 3 zu viel irgendwo, ne? Ich habe hier schon mal eine Achse noch weggeschmissen, das kann man auch machen. Nehme ich hier Jahr, weil ich nämlich den Index, Z-Index auch zum Jahr gesetzt habe. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die ganz interessant ist. Jetzt machen wir das jetzt nochmal. Was hat er jetzt? Das sind immer noch diese Daten hinten dran. Egal, stört uns jetzt mal nicht. Das muss man natürlich jetzt schön bereinigen, das Ganze. Fangen wir nochmal von vorne an. Genau, also was ich hier jetzt mache bei diesen, ich lese die ein, habe dann hier den Index einfach mal durchnummeriert. Wenn ich aber jetzt sagen will, der Index soll das Jahr sein, dann kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, Z-Index, DFJ, also das wird dann, ich wähle quasi das Jahr aus, macht es zum Index. Hätte denn das aber doppelt, weil die Spalte Jahr gibt es ja immer noch. Deswegen kann ich hier noch machen Punkt Drop Jahr, Achse ist gleich 1, dann löscht er die Spalte weg. Und insgesamt möchte ich auch einfach mal wegschmeißen, weil ich das einfach nicht visualisieren will. Bekomme dann eben das hier, ne? Ja, als Index, männlich, weiblich. Das sind einfach mal die Geburtenzahlen in dem Jahr 1950, so und so viel männliche. Weibliche so und so viel. Genau. Und dann kann ich nämlich schon direkt das machen. Ich kann einfach sagen, DataFrame.plot und kann einfach sagen, okay, wie groß wird das Ganze? Und dann kann ich noch so verschiedene Visualisierungen auswählen. Also ich könnte sogar Folgendes machen, ich könnte nur Plot machen und dann sehe ich eigentlich das. Also das ist eigentlich schon das Einfachste, was geht. Das heißt, die DataFrames selber, die haben auch schon eine Möglichkeit, geplottet zu werden. Ja, df.plot, dann habe ich das schon direkt dran. Ich kann da natürlich noch, wie wir das gerade schon hatten, da noch mehr reingeben. Ich kann zum Beispiel die Größe ändern, indem ich da, das ist auch interessant, einen benannten Parameter habe. Also ich gebe jetzt als Parameter nicht nur irgendeinen Wert an, sondern die Parameter können, das habe ich jetzt das letzte Mal unterschlagen gerade, bei der Syntax, bei den Methoden aufrufen. Ich kann auch Parameter Namen vergeben. Name ist gleich Wert. Das ist nämlich so, zum Beispiel auch so, wenn ich unterschiedlich viele Argumente habe, dann kann ich einfach Standardwerte vergeben, indem ich da auch bei den Definitionen von den Methoden oder von den Funktionen mit den Parametern einfach da auch Namen vergebe. Und das kann ich hier auch machen. Der optionale Parameter Fix-Size, der kann ja hier diese Größe 2010 haben und dann wird es eben schon mal größer. Das kann er ja flacher machen, 2005 zum Beispiel, so, dann wird das so ein flaches Teil. Und dann kann ich natürlich noch die Art des Plots noch angeben, zum Beispiel Kind gleich Area, dass ich das dann so mache. Dann wird es eben so ein gefülltes Ding. Und dann sieht man schon auch, interessanterweise, das echt, das ist ja auch unglaublich, oder? Geburtenrate echt mehr Frauen geboren worden sind insgesamt. Hier sieht man es jetzt vielleicht, da fällt es nicht so krass auf. Aber es werden doch irgendwie leicht mehr Frauen geboren
als Männer. Interessant irgendwo, finde ich. Ja, und das heißt, diese Pandas-Bibliotheken, die haben natürlich gleich eine Möglichkeit, irgendwie einen Plot zu machen. Da wird dann auch automatisch hier gleich eben richtig nummeriert. Der schaut dann, was ist das für ein Datentyp. Dann kann man hier noch Ja hinschreiben. Also die Nähe wird automatisch Ja hingeschrieben, weil es eben der Index so heißt. Und wenn ich jetzt verschiedene Spalten habe, dann kriegen die auch so eine Legende automatisch. Und so kann ich dann relativ einfach schon mal irgendwelche Daten laden, also Excel visualisieren, irgendwie halt auch Spalten wegschmeißen und sowas mit Drop. Ich kann das eben diese Operatoren auch hintereinander ketten. Das habe ich ja auch hier gehabt, denn ich setze den Index auf Ja, Punkt, Drop, Punkt, Drop. Da kann ich eben verschiedene Kommandos anwenden oder Methodenaufrufe auf ein DataFrame und filter mir dann eben meine Sachen raus und kann die dann zu guter Letzt halt einfach schön plotten. Genau, und das war es jetzt einfach mal. Jetzt haben wir schon gut 1,5 Stunden hier verbracht mit dem Thema Python und verschiedene Bibliotheken, vor allem Pandas und auch mal so die Syntax zu erklären. Das soll es jetzt mal gewesen sein. Als nächstes Video wäre dann auch eine direkte Anwendung, eine Datenanalyse, ein bisschen strukturierter mal, was man machen kann, auch visualisierungstechnisch mit Python und JupyterNotebooks Notebooks. Aber das wäre jetzt auch zu viel, das in eine Aufnahme zu packen. Das heißt, das kommt dann als nächstes dran. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann immer Sie auch jetzt das anschauen. Haben Sie Spaß dran und experimentieren Sie selber. Das ist einfach das, was man auch machen muss, dass man da selber dran sich ransetzen muss und wirklich was machen. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß damit und guten Abend.